die Älteren von Ihnen deswegen kennen, weil sie damit größer geworden sind, und Songs, die die Jungen kennen, weil sie noch immer im Radio laufen. Also ein Abend mit Zeitkolorit, und wir wollen gleich mal in die Vollen steigen. Also freuen Sie sich mit auf diese Zeitreise mit einem Mann, der dazu beigetragen hat, dass diese Lieder überhaupt gibt und der mit uns gemeinsam älter geworden ist, obwohl er damals geschworen hat oder sich gewünscht hat, für immer jung zu bleiben. Freuen wir uns auf Marianne Gold. Faces bathing in the screen light. She's so soft and warm in my arms. I tune it into the scene. My hands are resting on her shoulder. When we're dancing away for a while. Oh, we're moving, we're falling. We step into the fire. By the hour of the wolf in a midnight stream. There's no reason to worry. To start that brand new story, set it alight. We're head over heels in love. Head over heels. The ringing of your laughter, it sounds like a melody. To unforbidden places we go for a while. The ringing of your laughter, it sounds like a melody. To unforbidden places we go for, we go. For a while. Ja! Marianne Gold. Nimm Platz, mein Lieber. Ich habe so ein bisschen auf dem Lied bestanden. Eigentlich war das ein Song, von dem du sagtest, ja, das müssen wir nicht machen. Aber ich dachte, das ist doch einer der Hits von dem damaligen Album Forever Young, und insofern passt er doch, das ist eine Weltnummer. Ja, ist schon, ist nur die Geschichte, wie dieses Stück entstanden ist, die hat mich früher mal so ein bisschen irritiert. Also ich mag das Stück mittlerweile sehr, aber das war mehr oder weniger so eine Auftragsarbeit. Wir hatten unseren ersten Riesenhit mit Big in Japan, das kam so out of the blue und hatte kein Mensch so erwartet, dass es so groß wird. Und die nächste geplante Single war eigentlich Forever Young. Und dann kam die Plattenfirma an und sagte, ey Leute, ihr habt's drauf, ihr könnt irgendwie die Hits schreiben oder so. Man könnte nicht noch eine Abtempo-Nummer dazwischen machen. Mhm. Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben innerhalb von ein oder zwei Nächten irgendwie diesen Song geschrieben. Der nur aus vier Akkorden übrigens besteht. Der nur aus vier Akkorden besteht, aber ich meine, das ist ja so eine Spezialität von Alpha Will. Das ist ja eine Kunst übrigens, aus vier Akkorden. So dann, viel zu machen. Ja, das ist echt eine Kunst. Muss ich auch sagen. Ja. Aber das hat auch Spaß gemacht, das Ding zu komponieren und so. Und als wir es dann vorgespielt haben und diese Abgesandten da von Warner irgendwie bei uns im Studio rumsprangen und ganz begeistert waren, da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, irgendwie, dass das schmeckte mir nicht. Mhm. Na, das war so. Das kam mir irgendwie nicht ehrlich vor, also dieser Ursprung dieses Songs. Ne? Wir waren eigentlich alle drei so, hatten mehr so diesen Hippie-Hintergrund, und das musste alles irgendwie authentisch und den ehrlich habt und so weiter verborgen, sein. Den Hippie-Hintergrund bei. Hey, ja. Das waren die 80er. Ja. Naja, wie auch immer. Also, wir aber jetzt auf alle Fälle war es so, dass dann Mitte der 90er Jahre mein damaliger MD, also Musical Director Martin Lister, gesagt hat, Alter, warum spielen wir dieses Stück eigentlich nie? Und ich habe mir das dann so erzählt, wie ich es dir jetzt gerade erzählt habe. Und der meinte, ja, ich kann das irgendwie verstehen, aber es ist wirklich ein richtig guter Song. Lassen uns mal rehearsen. Und, Proben, sagte man früher. Proben, ja. Ja. Und an dem Tag habe ich dann gemerkt, dass es wirklich ein ganz schönes Stück ist. Und seitdem spielen wir es auch wieder. Es ist wahrscheinlich, oder vielleicht nicht das erste Mal, dass du das nur mit Klavier begleitet spielst. Das ist ja heute eine Sondersituation. Auch für dich übrigens auch so ein kleiner Rahmen. Ich meine, normalerweise trittst du vor Tausenden von Leuten auf, dass jetzt hier ist so auch ein schöner Rahmen und knapp 100 Auserwählte sind. Nee, Problem nicht, aber ist ungewöhnlich, oder? Ja, das ist toll. Also ich meine, man ist richtig nah dran an allem. Ja. Man sitzt nah dran, man sieht alles, man hört aber auch jeden Fehler. Wann hat dich jemand zuletzt Hartwig genannt? Meine Frau, heute Morgen. Achso, du bist zu Hause sowohl das eine wie auch das andere? Ja, ich bin beides sozusagen. Aber es klingt schizophren, ist es aber nicht. Also es ist einfach so eine, die Leute vor 1984, mit Ausnahme meiner Frau,
die nennen mich Hartwig und die danach nennen mich Marian. Wachst du manchmal morgens auf und denkst, Mensch Marian, Wahnsinn, was aus dir geworden ist? Was aus Hartwig geworden ist. Oder ja, sorry, was aus Hartwig geworden ist, genau. Nee. Also wachst du als Hartwig, du wachst als Hartwig auf, natürlich. Wenn nee, ich wach als ich auf. Also das, diese beiden Begriffe betreffen eine und dieselbe Person. Also es ist nicht so, dass ich, sagen wir mal, wenn ich Hartwig bin, dass ich irgendwie in einen anderen Modus falle oder sowas. Ja. Das ist beides das Gleiche. Das ist eines der Stage Name und das andere ist halt irgendwie mein privater oder mein Geburtsname. Und den finde ich okay, den finde ich toll. Und den anderen Namen habe ich mir selber gegeben, den fand ich auch toll. Finde ich immer noch toll, weil ursprünglich dachte ich mir, wenn ich schon mal die Chance habe, mir selber einen Namen zu geben, irgendwie mache ich das. Ne? Dann habe ich mir überlegt, ja hier so, Roy Black. War schon vergeben. Scheiße. Ja. Und, aber irgend sowas mit Farbe und sowas. Und dann kam irgendwie Marian Gold dabei raus. Bei Roy Black, sag mal, da hättest du ja auch das singen müssen. Irgendwas mit weißen Rosen oder so? Boah. Das war Nana Mouskouri. Nee, das war ganz in Weiß. Ganz in Weiß. Fast, es gibt weiße Rosen. Aber das ist doch auch eine Musik, mit der du groß geworden bist. Wobei, das war, glaube ich, schon ein bisschen später. Die Musik, mit der du groß geworden bist, glaube ich, das war dann eher so, ging so in diese Freddie Quinn-Heimatschlager, Seemannsschlager, glaube ich, diese Ecke. Ne? Ja, eigentlich, also den ersten richtigen Kontakt mit Musik, an den ich mich erinnern kann, da war ich so 4 oder 5 Jahre alt, das war die Musiktruhe, die bei uns zu Hause rumstand. Oben so ein dickes Radio-Ding mit so einem grünen magischen Auge, was ich immer noch bis heute total faszinierend finde. Ich habe mir auch vor ein paar Jahren so eine Kiste dann gekauft. Grundig? War das Grundig? Oder? Nee, das war Philips. Er hat dann irgendwie einen anderen Namen. Okay. Löwe. Löwe, ja. Mhm. Und und da waren eben auch diese Platten dann, diese Shellac-Platten unten in dem Container da drin. Und die habe ich mir alle angehört. Also man nimmt, was man kriegt. Und aber da war eine Scheibe dabei, die, das war nicht frei, die. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwie durch deine Dramaturgie... Nee, gar nicht, mach du, wir sind dramaturgiefrei, das ist das Schöne hier. Das war Ghost Riders in the Sky. Ah ja, okay. Und das hat mich einfach umgehauen damals als 6-Jähriger oder 5-Jähriger, diese Nummer. Ja. Also einmal von dem Inhalt, ne, diese Geisterreiter, die da über den Himmel jagen. Das hat meine Mutter, die vom Beruf Dolmetscherin war, die hat mir das genau erklärt. Und also sie hat auch vielleicht mitbegründet so meine Faszination für die englische Sprache. Hat mir das irgendwie übersetzt, diesen Text. Und die Musik war einfach toll. Das war... Das machen wir jetzt. An old cowboy went riding out on dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red cows he saw a plowing through the ragged skies. And up a cloud he drove, yippee-yi-yay, yippee-yi-yo. A ghost herd in the sky. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him and they thundered through the sky. For he saw the riders coming on and he heard the mournful cry. Yippee-yi-yay, yippee-yi-yo. Ghost riders in the sky. The faces gone, the eyes with blood and shirts all soaked in sweat. They're riding hard to catch the herd, but they ain't caught them yet. Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. On horses snorting fire, as they ride on, hear their cry. Yippee-yi-yay! Yippee-yi-yo!
looked on by him. He heard one call his name. If you want to save your soul from hell, riding on our range, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride. We're trying to catch the devil's herd across the endless skies. Yippee-yi-yi. Ghost riders in the sky. Yippee-yi-yi. Yippee-yi-yo. Ghost riders in the sky. Also, das ist unglaublich. Ja, ich habe es auch noch nie besser gehört. Ich habe es auch noch nie gespielt mit jemandem. Also, ja, super. Vor allem, das Ding ist, ich glaube, so 70 Jahre alt oder so inzwischen. Und ja, das hat immer noch eine Wirkung. Selbst wer es nicht kennt, glaube ich, lässt sich sofort davon. Wer kannte es nicht? Die Jüngeren möglicherweise. Ah, siehst du. Sie kannten das nicht? Nicht so viele. Na? Na? Okay. Nee, aber ich meine, das ist doch kolossal ansteckend, dieses Lied. Also Musik hat da eine Strahlkraft. Unglaublich. Ja, mein Lieber. Deine Eltern, du hast deine Mutter erwähnt, dein Vater hatte eine Heizungsfabrik. Und eine Firma. Eine Firma. Okay. Aber solche Leute nannte man in den 50er Jahren Fabrikanten. Fabrikanten, genau. Und in Herford. Und warum bist du da nicht eingestiegen? Beziehungsweise war das mal der Plan oder war das... Ja, das war der Plan. Aber ich war dafür nicht geeignet. Also Geschäftsmann und so ist nicht so mein Ding. Hattest du noch Geschwister? Oder? Ich habe vier Schwestern, ältere Schwestern, eine jüngere und drei ältere Schwestern. Und als es dann klar wurde, dass ich irgendwie das wohl wahrscheinlich nicht machen werde, da kamen dann die Ehemänner von meinen Schwestern ins Spiel. Haben deine Eltern den Ich war denen sehr dankbar. Ja, haben deine Eltern dann letztlich, als der Erfolg kam, ihren Frieden damit gemacht, dass der Sohn sozusagen an der Stelle das nicht übernommen hat? Ja, das ist schwer zu sagen. Also mein Vater hat das, glaube ich, nicht so richtig verstanden. Mhm. Also der meinte irgendwie, er versteht nicht, wie man mit sowas Geld verdienen kann. Mhm. Und meine Mutter fand es, glaube ich, ganz gut, aber die war jetzt auch nicht sonderlich beeindruckt davon. Hattest du eine glückliche Kindheit? Ja, hatte ich. Ja. Also ich hatte schon Auseinandersetzungen mit meinem Vater, der sehr, sehr despotischer Mann war, aber ich habe seine Rolle irgendwie so ein bisschen akzeptiert und bin Konflikten mehr oder weniger aus dem Weg gegangen. Also ich habe das irgendwie dann, wenn ich gemerkt habe, da ist jetzt bahnt sich eine große Meinungsverschiedenheit an, dann bin ich irgendwie da drumherum gelaufen. Mhm. Und also im Gegensatz zu meinen Schwestern, die waren immer sehr, sehr tough und haben irgendwie mit ihm gefightet und so. Und das habe ich nicht so gemacht. Insofern war das irgendwie eine etwas friedlichere Beziehung, als sie möglicherweise hätte sein können. Aber im Großen und Ganzen hatten wir alle eigentlich eine ganz schöne Kindheit, muss ich sagen. Wie weit strahlt das, was du damals als Kind erlebtest oder die Dinge, von denen du sagtest, naja gut, das war nicht so toll, wie weit strahlt das auf dich als Vater ab? Man muss dazu sagen, das werden einige wissen, du hast 7 Kinder und ist das ein Ausdruck wirklich straffer, durchdachter Familienplanung oder ist das doch eher vom Zufall bestimmt gewesen? Also es war, würde ich mal sagen, es war jetzt nicht geplant. Aber willkommen. Aber sehr willkommen, ja. Man nimmt sich halt immer sehr viele Sachen vor und was man auf keinen Fall sein will, man will nicht so sein wie seine Eltern, ja, zu seinen eigenen Kindern. Und wenn die Kinder so ranwachsen, also am Anfang ist es fürchterlich einfach, anders zu sein als die Eltern, weil die Eltern waren damals, als man genauso klein war, wahrscheinlich auch noch anders. Ja. Und wenn die Kinder dann älter werden, dann merkt man, okay, da sind irgendwie Probleme und die müssen wir jetzt irgendwie klarkriegen und dann fängt man doch an zu verstehen, warum sich die Eltern früher so oder so verhalten haben. Ja. Also nicht in allen Punkten, aber doch in einigen, muss ich echt sagen. Was lebst du deiner Meinung nach deinen Kindern vor, in dem Wunsch, dass sie das auch annehmen und gut finden? Ich versuche halt wirklich eine ehrliche, liebevolle Person zu sein. Mhm. Und,
Mehr Ambitionen habe ich da eigentlich nicht. Mhm. Also den Rest müssen sie selber klar kriegen. Also ich würde mich da auch nicht einmischen, wenn jetzt eines meiner Kinder irgendeinen Beruf ergreift, den ich vielleicht nicht so toll finde oder so. Ne? Die müssen ihren Weg gehen. Und also die haben meine volle Unterstützung, wenn sie eben den Weg gehen in Richtung eines Berufs, den ich nicht so toll finde. Hast du alle Geburtstage drauf? Sag mal, bei 7 Kindern, ich bin immer noch bei der Zahl. Nee, habe ich alle drauf. Hast du alle drauf, ja? Komm, nimm mal 2. Nein. Aber nur, wenn wir dann anschließend hier Geschenke einsammeln. Das können wir eh nicht überprüfen. Lass uns nochmal Musik machen. Und so gedanklich war ich gerade beim Radio und da fiel mir dann, du hattest mir eine Liste, jeder Künstler schickt ja rechtzeitig, in deinem Falle super pünktlich, eine Liste und da sucht man sich da ein bisschen was aus, beziehungsweise das sind dann Songs, von denen die Künstler sagen, die waren mir wichtig, mit denen bin ich groß geworden und ansonsten natürlich auch die ihr selber als Band dann etabliert habt. Und da war Oh Yeah mit Roxy Music und da geht es ja auch ums Radio. Also das Radio spielte ja damals bei einer Kindheit in den 50ern beginnend bis in die 60er hinein ja auch eine große Rolle. Ja, zu der Zeit waren das noch Röhrenradios, die da im Auto waren. Ja. Also Roxy Music ist also eine Band, die wirklich sehr starken Einfluss irgendwie auf meine Ideen hat, was Musik angeht, weil das auf der einen Seite damals, ich weiß noch, dieses Album, das erste Roxy Music Album kam raus, zusammen mit Genesis Nursery Crime. Okay. Die kamen beide mehr oder weniger im gleichen Monat raus und ich habe mir diese beiden Alben gekauft und es war so dermaßen unterschiedliche Musik. Ne? Ich fand beides geil und das ist irgendwie eigentlich immer so mein Ding gewesen, dass ich mich für unheimlich viele unterschiedliche Musikstile gleichzeitig sehr stark interessiert habe. Und Roxy war eben so ein Ding, das war einmal so der Rock'n'Roll, der aus den 50er Jahren kam, irgendwie mit dieser extremen Elektronik, ja, die also von Seiten auch von Brian Eno und so dazu beigesteuert wurde. Und dann dieser neuromantische Schmalz von Brian Ferry, den du ja diese Kombination auch so ein bisschen kopiert hast. Ja, das ist, ja, ich also kopiert, weiß nicht, aber das liegt mir sehr halt, mhm. Ne, so diese Art. Ich werde auch versuchen, das jetzt nicht zu übertreiben, wenn wir jetzt irgendein Stück von denen spielen. Some expression in your eyes overtook me by surprise. Where was I? How was I to know? Oh, 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 oh. How can we drive to a movie show when the music is here in my car? There's a band playing on the radio with a rhythm of rhyming guitars. Oh, playing, oh yeah, on the radio. Oh, oh, oh. Sometimes since we said goodbye, and now we lead our separate lives. But where am I? Where can I go? Oh, 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 oh. Driving alone to a movie show. So I turn to the sounds of my car. There's a band playing on the radio, and it's with the rhythm of rhyming guitars. There's a band playing on the radio, and it's drowning the sound of my
tears. We're playing, oh yeah, on the radio. Oh, oh, oh. Dieses Teil da müssen wir vielleicht kurz erklären. Das ist Premiere. Erstmal ist Premiere, dass der jeweilige Protagonist dieser Sendung ein Bierchen auf dem. Wir sollten das ja, glaube ich, so drehen, dass man nicht sieht. Ja, jetzt sieht das anders aus. Okay. Und dann der Teleprompter, den du mitgebracht hast und übrigens mit einem Kollegen von dir, der den bedient, weil du gesagt hast, gelegen. Ja. Ein Applaus! Weil du gesagt hast, gelegentlich so textliche Schwächen machen sich dann irgendwie bemerkbar und das Ding ist super. Das stimmt auch. Also abgesehen davon, dass man halt immer einen braucht, der bedient. Aber seitdem der Teleprompter da ist, sind die Texthänger weg, oder? Fast. Also es ist so, dass ich habe Texthänger manchmal bei Sachen, die ich schon 120.000 Mal gesungen habe. Also zum Beispiel bei Sounds Like a Melody. War immer das Problem, dass die Zeile, also diese eine Zeile da, die ich jetzt auch schon wieder vergessen habe, dass sie so ähnlich ist wie die Zeile in der zweiten Strophe und dass ich die immer durcheinander geschmissen habe. Was dazu geführt hat, was dazu geführt hat, dass während Konzerte manche Fans irgendwie, wenn wir dieses Lied singen, irgendwie große Transparente in die Luft halten, wo der Text draufsteht. Ich bin da immer sehr dankbar. Ja, also es lohnt sich schon, dass man irgendwie so Hardcore-Fans hat, die wirklich für einen gerade stehen. Ja. Danke. Jetzt weiß die erste und die zweite Reihe, welche Verantwortung auf ihr lastet. hast du die Texte denn auch mitgeschrieben oder wie war die Aufteilung da? Ihr wart ja zu dritt und habt quasi alles alleine gemacht, obwohl wir hatten das vorhin auch nochmal, als wir uns hinter der Bühne ein bisschen unterhalten haben. Ihr habt eigentlich handwerklich gar nicht groß was drauf gehabt. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also wir haben unheimlich viel Platten gehört und wir waren Fans von Musik. Also ich konnte mir das, bis ich Bernd kennengelernt habe, eigentlich kaum vorstellen, dass ich überhaupt selber Musik schreiben könnte. Und wir haben eigentlich von Anfang an unsere eigenen Stücke geschrieben dann, also mit Hilfe von Sequenzern, Rhythmusmaschinen und eben dem Wahnsinn, der in unseren Köpfen waberte. Und also haben gleich unsere eigenen Kompositionen gemacht. Wir haben nicht angefangen, irgendwie andere Songs nachzuspielen, also andere Künstler irgendwie. Und insofern, also das zweite Stück, was wir geschrieben haben, war dann auch schon Big in Japan. Also das zweite Stück, was wir jemals zusammen geschrieben haben. Und wir haben eigentlich immer alles zusammen gemacht. So. Also gut, die Texte waren dann mehr in meiner Verantwortung, weil ich als Sänger halt irgendwie damit mehr befasst war. Dafür haben die anderen beiden Jungs sich mehr um die Musik gekümmert. Und das hat sich schon alles irgendwie sehr, sehr schön ergänzt. Wussten die Jungs, was die da für einen begnadeten Sänger in der Band haben? Denn das war eine Stimme. Ich wusste auch nicht, dass ich irgendwelche begnadeten Instrumentalisten in der Band hatte, die irgendwie überhaupt keine Ahnung vom Spielen hatten. Ja, keiner wusste das. Wir waren irgendwie totale Greenhorns und wir wussten nicht, was wir drauf hatten. Nee. Also das war uns auch scheißegal. Also selbst wenn uns jemand gesagt hätte, ey Leute, das ist der letzte Mist, den ihr da macht, hätten wir nicht aufgehört. Wir hätten immer weitergemacht, unseren Mist. Aber diese Stimme war schon, also du hast sie ja grundsätzlich immer noch. Du sagst ja selber, wir haben ja auch bei den Songs so ein paar Dinge etwas tiefer gelegt. Das ist natürlich etwas, was als Organ leidet und gerade in der Popmusik und so, die schonen sich ja nicht. Aber trotzdem, du hast einfach eine unglaubliche Stimme und die war ja damals wirklich, ich meine, ich kenne die Dinge ja nur seit 35 Jahren, bin damit als Studi noch irgendwie im Auto gefahren und Big in Japan oder Forever Young, das ist so ein, ja, was man im Ohr hat. Und ich meine, was singt der so hoch? Das ist ja unglaublich. Und du konntest irgendwie in Tenor-ähnliche Höhen konntest du deine Stimme schrauben. Ja, das also war mir selber nicht so bewusst. Bis zu dem Punkt, wo ich hatte mal erhebliche Probleme mit meiner Stimme und jemand hat mir gesagt, das war, als wir dann schon wieder aus Münster zurück waren hier in Berlin, mach doch mal Gesangsunterricht und vielleicht lernst du da mal eine professionelle Technik, dass dir das nicht mehr passiert. Und ich war dann in einer Gesangsschule unterrichtet von einer unglaublich tollen Frau namens Vera Kammerit. Und ich hatte damals wirklich,
also einen ziemlichen Umfang, also so vom Bariton bis in Countertenor rein. Und Vera hat es irgendwie gemerkt und hat gedacht, vielleicht steckt da ja noch was anderes in dem Jungen drin. Und dann haben wir angefangen. Wie alt warst du? Da war ich schon 38 oder so, oder 35 vielleicht. Mhm. Und daraufhin haben wir dann angefangen, so Lieder von, also sie hat mir vorgeschlagen, hast du mal Lust, irgendwie so klassische Musik zu singen, irgendwie Brahms oder Schubert, Schumann oder sowas. Und das hat wahnsinnigen Spaß gemacht, das zu singen. Und irgendwann sagte Vera dann irgendwie, ja, also das war nach dem Mauerfall dann, dass sie ihre Schule in den Osten verlegt und ich bin dann nicht mehr dahin gegangen, weil es einfach so weit weg war. Es war irgendwie in Adlershof oder wie das heißt. Und, aber näher als vor dem Mauerfall, das muss man dann auch sagen. Ne? Also es war näher, das war eigentlich näher. Also das war dann irgendwie für meine hippiehafte Art irgendwie war mir so weit entfernt. Und ich also weiß nicht, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, wäre ich aus dir ein Opernsänger geworden. Wäre ich vielleicht noch ins operative Fach gewechselt, weißt du. Aber wäre ein bisschen spät gewesen. Also ja. Deswegen frage ich, weil in der Tat mit 38, gut 35, aber überhaupt, ich meine, als Alphabet losging, warst du schon 30. Das ist für den Bravo-Starschnitt eigentlich schon. Ja, die haben mich auch als 19-Jährigen verkauft. Ach echt, ja? Ich habe das auch glaubhaft rübergebracht. Das stimmt. Das stimmt. Du sahst immer sehr jung aus. Ja, das ist, aber bis Mitte 30 sieht man eigentlich immer aus wie 19. Das kann ich jetzt von Fotos von mir so nicht sagen, aber du sahst sehr jung aus, das stimmt. Also man konnte dich gut als 19-Jährigen verkaufen. Aber gerade, ich meine, du lieferst sozusagen jetzt die Brücke und bist selber schuld, dass wir jetzt ein von dir allerdings gewünschtes Franz Schubert-Lied dann zu hören. Nee, den sage ich nicht. Aber das ist ein Lied, als ich das auf deiner Liste entdeckte, dachte ich erst, du hast dich verschrieben, meinst Franz Ferdinand, diese Band oder so. Also irgendwas kann doch nicht stimmen. Aber es ist Franz Schubert und letztlich mit der Geschichte erklärt sich einem natürlich auch, warum du dann ein Lied aus der deutschen Romantik, glaube ich, ausgewählt hast. Das hat mich irgendwie nie verlassen. Das hat für mich auch den Weg, also ich war vorher schon auch interessiert an klassischer Musik, aber das selber zu singen oder so war schon irgendwie, dass du eintauchst in sowas und das einfach so seelenmäßig auch mehr verstehst. Und also ich bin, aus mir ist kein operativer Sänger geworden und so, aber ich denke, das Lied kriege ich mal einigermaßen hin. Mhm. Ich will es machen. Wir haben es heute Nachmittag mal gespielt und ich sage das einschränkend, weil das ist auch natürlich vom Stil her beides für uns etwas fremd, aber wir versuchen mal das Beste daraus zu machen. Ich glaube, das muss man auch durchspielen, weil sich das vom Text eher, glaube ich, auch näher durch die Strophen erschließt und man kann jetzt nicht nach zwei Strophen sagen, so, das soll genügen, oder? Nö, es sind vier und die sind alle eigentlich sehr schön. Das müssen wir jetzt aushalten. Jüngst träumte mir, ich sah auf lichten Höhen ein Mädchen sich im jungen Tag ergehen. So hold, so süß, das ist dir völlig glich. Und vor ihr lag ein Jüngling auf den Knien. Erschien sie sanft an seine Brust zu ziehen. Das war ich. Doch bald verändert hatte sich die Szene. In tiefen Fluten sah ich jetzt die Schöne, wie ihr die letzte schwache Kraft entwich. Da kam ein Jüngling hilfreich ihr geflogen. Er sprang ihr nach und trug sie aus den Wogen. Und das war ich. So malte sich der Traum in bunten Zügen. Und überall sah ich die Liebe siegen. Und alles drehte sich um dich. Du flogst voran in ungebundener Freie. Jüngling zog dir nach in tiefer Treue. Das war ich. Und als ich endlich aus dem Traum erwachte,
Der neue Tag, die neue Sehnsucht brachte. Da blieb dein liebes, süßes Bild um mich. Ich sah dich vor der Küsse Blut erwarmen. Ich sah dich selig in des Jünglings Armen. Und das war ich. Geht doch. Ja. Ja, einmal Probe ist nicht schlecht. Na, zumindest hast du dir diese Operntechnik nicht so angeeignet, dass man dann so knödelt. Das ist ja letztlich das, was man eigentlich mit klassischer Musik verbindet. Den, weißt du, diesen klassischen Tenor dann, den du ja möglicherweise damals noch richtig hättest lernen können. Ja, nicht richtig lernen können. Und das ist ja eigentlich auch eine Gesangstechnik, die sich aus einer gewissen Notwendigkeit heraus ergeben hat, weil es gab zu der damaligen Zeit eben keine Verstärker, keine Mikrofone und sowas. Und diese Technik diente in erster Linie dazu, möglichst laut zu singen und gegen ein Orchester zu bestehen. Und daraus hat sich dann erst im späteren Verlauf dann so eine Ästhetik entwickelt, mhm, die ich eigentlich auch gar nicht schlecht finde. Also ich liebe Opernsänger, ich liebe auch Opern. Also es gibt ganz groß, ich liebe auch Wagner sogar. Also. Ja, wir haben neulich über Pavarotti geredet, der Pavarotti, für uns beide, glaube ich, die unerreichte. Der hat nie Wagner gesungen, glaube ich. Bitte? Hat der schon mal Wagner gesungen, glaube ich nicht. Pavarotti? Nee, das glaube ich nicht, aber so diese ganzen italienischen Opern, Verdi und Rossini und toll, so. Ja. Toller Sänger. Ja. Du hast Münster erwähnt. Wie passt das in deine Bio? Also du bist aus Herford, dann war Berlin irgendwie klar und dann Münster und ich las irgendwo, du seist als Küchenhilfe dort, also bei deinem wirklich sehr illustren Leben damals mit unterschiedlichen Jobs in unterschiedlichen Situationen. Über Berlin reden wir noch, denn da glaube ich eine Zeit lang auch Obdachlosigkeit hat sich daraus auch ergeben. Warst du auf einmal in Münster? Wie kam das? Ja, das war nach der Obdachlosigkeit. Wir sind dann, also wir suchten eigentlich einen Übungsraum. Und es war so, dass, also man mag das gar nicht glauben, aber in Berlin der späten 70er, Anfang 80er Jahre war es echt schwierig, einen Übungsraum zu kriegen. Weil sich die Leute alle sehr schnell beschwert haben über Lärm und sowas und die ganzen Schallschutzmaßnahmen einen Haufen Geld kosten. Mhm. Und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben für uns, durch unsere Schlagzeugerin nach Münster zu ziehen, weil ihre Großmutter da Mietskasernen hatte. Und da konnten wir dann mit unserem ganzen sozialistischen Kollektiv, was wir damals hatten, sind wir dann irgendwie nach Münster gezogen und haben dann da unsere Künstlerkommune praktisch eröffnet. Und, aus Berlin heraus aus nach, Berlin Münster, nach Münster mit in die Provinz, Kollektiv. Ins romantische Exil sozusagen. Mhm. Also Münster ist eine sehr schöne Stadt mit sehr netten Menschen und ich habe Münster unheimlich viel zu verdanken, nämlich zum Beispiel das Heimweh nach Berlin, das dazu geführt hat, dass wir dieses erste Album gemacht haben. Ja, weil das besteht eigentlich nur aus Liedern, die irgendwie was mit Heimweh nach Berlin zu tun haben. Jetzt, ob das Jet Set ist oder Summer in Berlin oder selbst Big in Japan handelt von Berlin, also vom Bahnhof Zoo. Ja. Aber es war wirklich eine sehr tolle und inspirierende Zeit. Und also wie gesagt, ich nehme da nichts zurück. Das ist, es war eine sehr, sehr wichtige Zeit für uns in Münster. Nicht nur das Heimweh, sondern auch überhaupt da zu sein. Und die Stadt hat uns geliebt und uns aufgenommen. Ja. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das heißt aber, ihr hattet dieses Album schon und als du in Münster warst und diese Story, von der ich vorhin sprach, du als Aushilfsjobber irgendwie in der Küche und sowas. Nee, wir hatten das Album zu dem Zeitpunkt noch nicht, sondern wir hatten eigentlich nur ein paar Songs, die wir in Münster geschrieben haben. Und wir hatten alle Jobs. Ich arbeitete zu der Zeit in der Küche, als Big in Japan dann rauskam. Und innerhalb von, ich weiß nicht, 7 oder 10 Wochen war es dann irgendwie Platz 1. Hat mich der Koch dann irgendwann rausgeschmissen aus der Küche mit den Worten: Alter, die haben dein Lied gerade schon wieder gespielt, du gehörst hier nicht mehr hin. Geh jetzt bitte. Nimm nicht einem armen Menschen den Arbeitsplatz weg. Ja. Genau. Aha. Wie war das erste Mal Big in Japan zu hören im Radio? Ja, es war eigentlich ganz okay. Also wir hatten das bis dahin schon ungefähr 10.000 Mal gehört, also im Studio und was wir geschrieben haben und so weiter. Und also Bernd hat mir mal gesagt, für ihn war es der tollste Moment, als er dieses Vinyl in der Hand gehalten hat.
Und Vinyl, liebe Kinder, nennt man. Ja. Also eine 7-inch Single-Schallplatte. Mhm. Und ich kann mich wirklich gar nicht daran erinnern, wann ich das erste Mal im Radio gehört habe. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe es das erste Mal im Fernsehen gesehen. Also es klingt jetzt ein bisschen nach LSD, aber. Mhm. Also an diesem Moment im Radio kann ich jetzt. Ich weiß nur, dass es halt andauernd lief, als ich da in dieser Küche arbeitete. Ja. Und ja, sollen wir mal spielen? Also, wäre ein Vorschlag. Echt, ja? Meinst du jetzt? Ja. Okay. Oder willst du es später? Willst du es dir noch aufheben? Ja, gut, okay. Sie können abstimmen. Jetzt, wie später. Ja? Dann spiel was. Vorhin hatten wir es ja als. Oh Gott, ja. Müssen wir aber nicht so machen. Nee? Hast du es anders überlegt? Okay. City side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer's heat waves in your eyes. You did what you did to me, now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I've been waiting for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. Now when you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight, big in Japan. Where the eastern sea is so blue. Big in Japan. All right, babe, I sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Neon on my naked skin, passing silhouettes of strange illuminated mannequins. Shall I stay here at the zoo, or should I go and change my points of view for other ugly scenes? You did what you did to me, now it's history I see. Now things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. When you're big in Japan, when you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight, big in Japan. Where the eastern sea's so blue. Big in Japan. All right, babe, and I sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Ihr müsst den Text hochhalten, nicht die Lampen. Das habt ihr falsch verstanden vorhin. Wie oft hast du das gesungen in deinem Leben? Das kann ich nicht mehr zählen. Das ist so. Nee, klar, aber schätzungsweise. Ich meine, wie oft singst du das im Jahr? Oder? Ja, wir spielen irgendwie zwischen 40 und 50 Konzerte im Jahr. Mhm. Also da singen wir es dann jedes Mal einmal, genau wie alle anderen Songs auch. Das ist, deswegen ist es jetzt nicht unbedingt mehr als die anderen. Da gab es einige, die haben mitgesungen, die kennen das eben, ob es jetzt nun erst seit 20 Jahren oder schon seit 35. Das ist ja auch eine Nummer, ihr hattet nun das Glück, wirklich drei solcher Songs, mit einem haben wir heute aufgemacht und der dritte kommt noch, mit drei solcher Songs auf einem Album, ich sage jetzt mal, die Rente auch irgendwie zu sichern. Also man kann doch schon von einer gewissen finanziellen Unabhängigkeit sprechen, wenn man Welthits in dieser Zahl auf einmal hat. Ist das richtig? Ja. Also, wir sind beide freiwillig hier auf der Bühne. Ja.
Hast du eine Ahnung, wie oft das im Radio läuft am Tag? Oder ich weiß nicht, wie das mit der GEMA ist, aber irgendwie eine Übersicht darüber oder auch Forever Young oder sowas, kriegt man da irgendwie eine Übersicht und sagt, ach ja, guck mal, in Japan gibt es so und so viele Einsätze oder in Neuseeland oder so, das läuft ja überall. Nee, bei Spotify, also man kann bei Spotify gucken halt, wie oft das gestreamt wird. Mhm. Das sind unglaubliche Zahlen. Aber also, beim Streaming kommt ja nichts rein, das sind ja alles letztlich, das bei ist ja Millionen bei denen. Ja gut, okay, ja, ja. Also bei den, okay. Werten schon. Ja, ja. Und es gibt ja auch viele Coverversionen. Also es ist ja nicht nur Alphaville mit den Songs. Nee, ist klar. Es gibt irgendwie, also Beyoncé hat Forever Young gesungen zum Beispiel. Beyoncé hat Forever Young gesungen? Ja. Ja. Mhm. Besser als ich. Na, siehst du, Protest. Ja. Also ich fand es jedenfalls toll, also wenn, also so solche Künstler, also wir haben ja selber auch Coverversionen gemacht und das war eigentlich immer so eine Art Liebesbrief an den jeweiligen Künstler, ja, den man irgendwie toll findet und also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Konkurrenzding. Laufen solche Sachen im Hintergrund ab oder fragt man dich dann, also ich sage jetzt mal etwas ganz platt, so stellt sich Klein Fritzchen das vor, Beyoncé oder hier, Hartwig, es ist für dich und dann ist Beyoncé dran und sagt dann, sag mal, können wir das Lied aufnehmen oder sowas, also wie läuft sowas? Nee, Jay-Z war dran. Ja, Jay-Z war dran, sorry. Also normalerweise muss man da nicht fragen, wenn man ein Lied von einem anderen Künstler covert, solange man an der Komposition nichts Grundsätzliches ändert. Bei Jay-Z war es halt so, dass er irgendwie dazu noch gerappt hat und da musste es natürlich dann dafür eine Freigabe geben. Und die haben wir ihnen aber auch erteilt. Ganz uneigennützig. Man will ja kein Unmensch Nein, sein. Eben. Nein. Klar. Und es gibt ich meine, gut, wir das jetzt ein bisschen fachsimpeln. Wobei, interessiert euch das oder so? Ja, okay. Also es gibt ja von Forever Young auch so eine Karel Gott Bushido-Kombination. Ja, ja. Und da musst du ja letztlich auch dein Einverständnis gegeben haben. Das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden. Aber ich kann dir das genau erklären. Okay, ja? Weil Karel einfach ein super Typ ist und dem kann ich überhaupt nichts ausschlagen. Das ist ein Also ich liebe Karel sehr und als er mit dieser Idee ankam und mit Bushido und so weiter, habe ich gesagt, ey super, mach das. Ja. Und es hat seine Karriere nicht nachhaltig beschädigt, offenbar. Nein, das kann man nicht sagen. Okay, gut, Forever Young. Und wie ist das, wenn du dich so von damals, wenn du dich in diesen Videos siehst, gibt es denn so einen Satz, den du dann deinen Marian von damals zurufen möchtest mit der Erfahrung von heute, so nach dem Motto, Mensch, pass auf, dass das und das nicht passiert oder aber alles richtig gemacht, Junge. Bist du dir sehr fremd, wenn du dich da siehst? Wie läuft das aus dieser 35-jährigen Distanz? Nö, eigentlich nicht. Also ist ja so, wenn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zum Beispiel träume. Ich bin noch nicht so träume, alt, 35 kriege ich noch nicht hin. Nein, Quatsch. Wie alt bist du? Ich bin 65. Wenn wir jetzt schon so offen sind, 57. Hey, ja. Ich wäre gerne noch mal 57. Ich hoffe, ich werde 65. Schöne Zeit, genießen Sie. Nee, es ist so, dass, also wenn ich zum Beispiel träume von mir, dann bin ich immer so Mitte 20. Also schon die ganze Zeit, also seitdem ich 25 bin. Echt, ja? Und wahrscheinlich werde ich, wenn ich die 90 erreiche, immer noch in meinen Träumen 25 Jahre alt sein. Also deswegen, also wenn ich mich da sehe, ist das jetzt nicht so was, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt sehr weit weg von mir. Aber ich weiß natürlich, wie der Junge da in dem Video, wie der damals getickt hat. Ne? Mhm. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, das ist völlig klar. Das ist, ist auch nicht so, dass ich würde alles nochmal genauso machen oder so. Also das ist für mich ein Spruch, der nicht zutrifft. Ich würde gerne ein paar Sachen verändern, wenn es diese Chance gäbe, aber die gibt es halt nicht. Und deswegen denke ich auch nicht so besonders oft darüber nach. Mhm. Das Androgynenhafte von damals, wir haben ja schon über die Veränderung der Stimme gesprochen, das Androgynenhafte hast du ja im Laufe der Zeit auch abgelegt, sag ich jetzt mal. Ja, da blieb mir nichts anderes übrig, weil ich dieses Androgynenhafte dann also auch äußerlich verloren habe. Ja. Und dann mir ins heterosexuelle Fach gewechselt. Ja, naja gut, aber wir sprachen über Roxy Music und deine Vorbilder. David Bowie ist ja auch ein Vorbild. Ja, und das Größte überhaupt. Das war für mich das Erweckungserlebnis überhaupt, als ich mit dem Alter von 17 oder 18 Jahren irgendwie dieses Album gehört habe zum ersten Mal in meinem Leben, The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Und diese Stimme und dieser Mensch, dieser wunderschöne Außerirdische, der irgendwie da auf dem Cover abgebildet war. Und dann, ich weiß nicht, ob du so ein Erlebnis mal gehabt hast, wenn du hörst den ersten Song auf einem Album und du weißt,
das geht immer so weiter. Mhm. Das wird, und es wird vielleicht auch noch besser. Aber es ist schon so toll. Mhm. Und das sind solche Momente, die also manchmal passieren die. Es ist nicht so, dass es einmal passiert, aber es ist mir schon mehrmals passiert. Aber das ist immer, das ist ein einzigartiger Moment. Und dann weißt du auch, dass jetzt was ganz Spezielles passiert, dass irgendwas sich verändern wird in deinem Leben, wenn du solche Musik hörst. Und das war bei Bowie halt ganz extrem der Fall. Das heißt, mit 17, als du das Album hörtest, hast du gedacht, jetzt verändert sich was? Mhm. In welche Richtung? Keine Ahnung. Ich werde Musiker? Nein, nein, oder? Überhaupt nicht. Das ist eben das. Du weißt nicht, was das ist. Mhm. Das ist nur, auf einmal ist da eine Tür, geht eine Tür auf und da ist ein völlig neues Leben, was da vor dir liegt. Und das hatte natürlich auch mit Bowies irgendwie, also mit seiner sexuellen Orientierung zu tun und mit diesem ganzen Drumherum, das Make-up und die tollen Klamotten und dieses Anderssein, ne? Also es ist mir später dann auch nochmal mit der Rock, als ich das erste Mal die Rocky Horror Picture Show gesehen habe, es ist mir genau das Gleiche passiert. Also das war nochmal so ein Ding irgendwie, wo du einfach, du stehst auf einmal auf einem anderen Planeten und du siehst auf einmal tausende von Möglichkeiten. Mhm. Und das ist das, was du von diesen Leuten kriegst. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich das irgendwie mehrmals in meinem Leben erleben durfte. Ja. Ich dachte gerade an deinen Künstlernamen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich sozusagen so ein alter Ego zu schaffen und mit einem Künstlernamen hinter eine oder eine Figur zu kreieren, die man vielleicht als Herwig, darf ich den Namen sagen, Schierbaum? Hartwig Schierbaum. Hartwig Schierbaum. Vielleicht irgendwie sich nicht trauen würde. No? Nö, also ich bin damals, also nachdem ich dieses Album gehört habe, bin ich damals irgendwie in Bielefeld irgendwie mit Lippenstift und Make-up und so weiter rumgelaufen. Und also das hast du nicht getraut, okay. Ja, das war, also ich, ja. Das war einfach, ich habe mich so toll gefühlt. Das war einfach, also ja, das war eben eins von diesen Dingern. Ne? Das war so vollkommen, also auf eine Art unschuldig, aber eben diese, also auch diese sexuelle Freiheit, dieses, was auf einmal alles möglich war. Ja? Dass du warst irgendwie, ja, wie so ein Alien. Mhm. Das war dann Anfang der 70er. Ne? Nee, das war so Mitte der 70er. Mitte der 70er. Mhm. Ja. Ich überlege gerade, Ziggy Stardust, ich bin jetzt irgendwie im Bowie nicht so bewandert. Mhm. Not very soon. And my spaceship, I don't know which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows, for here it was none of them came. Far from the world, planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Ja, gut. Okay, also. Ja, da kann ich. Ja, toller Song. Und es ist oftmals so, dass man Bowie damit Let's Dance oder China Girl oder so assoziiert, was dem Gesamtschaffen natürlich nicht gerecht wird. Und was wahrscheinlich für dich als Bowie-Fan auch, das ist so ähnlich wie mit Queen, die immer nur Radio Gaga das ist das andere Ding, was ständig läuft, I Want to Break Free und sowas. Ne? Und die haben natürlich einen unglaublichen Katalog an Songs und werden damit auf ihre Hits reduziert. Aber das ist ja nur in der Öffentlichkeit. Also die Fans kennen alle Songs und das ist letztendlich, woraus es ankommt. Mhm. Zu Big in Japan fiel mir vorher noch ein, ihr wart nie in Japan oder du warst auch nie in Japan und du hast vorhin mal in so einem Nebensatz erwähnt, es geht auch um den Bahnhof Zoo und Big in Japan handelt gar nicht von Japan, also insofern ist das... Nee, das war so ein Spruch halt, also Big in Japan bedeutet, du tust so, als wenn du irgendwie eine große Nummer in Japan bist, ne? Aber eigentlich steckt nichts dahinter und du kannst nur sagen, ja, bist in Japan, hier bist du ein kleiner Wurm, aber in Japan bist du halt irgendwie... der Hit oder so. Ne? Und also jemand, der Big in Japan ist, ist im Prinzip ein Angeber, ja, ein Großmaul oder sowas. Und das passt halt ganz gut in den Kontext von dem Song. Da geht es halt um Heroin und um Drogen und um den Bahnhof Zoo, um Prostitution und um zwei, die Protagonisten, die versuchen irgendwie aus dieser Sache rauszukommen. Und also das Ende ist offen in dem Song auch. Und
das war eigentlich, ja, das war eben einfach ein Thema, was du hattest und was für uns damals, für mich und meine Kumpel, irgendwie der Alltag war. Also in der Zeit, wo wir eben keine Wohnung hatten. Ja. Wie lange war das? Anderthalb Jahre etwa. Anderthalb Jahre keine Wohnung. Hätte da nicht jemand mal den armen Marian aufnehmen können, mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich das gewollt hätte. Also es war irgendwie, es hatte auch sein Gutes. Naja, aber da rauszufinden, ich meine, guck dir die Jungs an heute, also man geht ja nun in Berlin ständig an Obdachlosen vorbei. Und gut, das hängt natürlich vom jeweiligen Stadium ab, in dem die sind. Aber in den meisten Fällen habe ich zumindest das Gefühl, Freunde, das ist vorbei, da wird nichts mehr draus. So. Und ich meine, anderthalb Jahre heißt ja schon eine wirkliche Zeit und da muss schon einiges passieren, um da wieder rauszukommen. Wie hast du das denn geschafft? Keine Ahnung, ich bin einfach von Berlin weggegangen. Also das war eigentlich das Ausschlaggebende. Du kommst nach Berlin, damals war es so, West-Berlin, wir reden über West-Berlin, das war umgeben von diesem eisernen Vorhang und du kamst irgendwie aus Westdeutschland hier rüber und es war, als wenn du eine Tür hinter dir zuknallst. Und alles, deine ganze Trouble, deine ganzen Probleme irgendwie, die blieben einfach draußen. Und du warst jetzt in dieser Stadt, West-Berlin, und das war damals irgendwie eine Stadt, in der man wunderbar versacken konnte. Also in der du brauchtest nicht viel tun, um irgendwie zu überleben. Habt ihr um Geld gebettelt oder wie habt ihr gelebt von was? Ja, also, hast du mal eine Mark oder sowas? Ja, sowas. Klar, ging schon. Also es war, ich bin damals irgendwie aus der Bundeswehr rausgeflogen. Ich bin nicht viele sind nach West-Berlin gegangen, weil sie nicht dienen wollten. Ich wollte zwar auch nicht dienen, aber ich habe auch gesagt, naja gut, das sitzt auf der linken Arschbacke ab. Und ich hatte dann aber ziemliche Probleme da mit Vorgesetzten und irgendwann haben sie mich da gefeuert aus dem Verein. Und dann bin ich einfach von Plön, da wo ich stationiert war, in den nächsten Zug, der ging nach Hannover und dann bin ich einfach rüber in den gegenüberliegenden Zug und der fuhr nach West-Berlin. Also der fuhr eigentlich nach Warschau, denke ich. Ja, ein bisschen West-Berlin ausgestiegen. West-Berlin bin ich auch ausgestiegen dann. Mhm. Und dann war ich da mit meinem Seesack. Mhm. Und dann musste ich erst mal gucken, wie ich da klarkomme. Wie weit hält diese Zeit noch nach in dir heute? Ich meine, wir haben gerade über Geld gesprochen und über den wirklich glücklichen Umstand, dass du dir darüber jetzt bis an einem gewissen Umfang keine Gedanken machen musst. Wenn man so weit unten war und dann auch Dinge erlebt hat, die du erlebt hast mit all dem Popstar-Leben, was dann noch folgte, wie weit hält das immer noch so nach, dass du sagst, okay, ich bin froh, dass... Das ist das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, das hat da auch sein Gutes. Also das hält noch extrem in mir nach und das... Also das macht mich auch, also sagen wir mal, sensibel für die Probleme anderer Leute oder eben auch für Obdachlose, die also heutzutage zum Beispiel in den Wintermonaten irgendwie hier in der Stadt erfrieren. Und es gibt eben auch eine ganze Menge Dinge, die man da tun kann. Also es gibt einschlägige Organisationen, die sich da kümmern, die man unterstützen kann und so. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich zu überlegen, irgendwie, wenn wir jetzt wieder auf irgendeinen Winter zusteuern, irgendwie da muss unbedingt was passieren. Also es passiert eine Menge in Berlin mittlerweile mit den Bussen, die nachts rumfahren, die Leute einsammeln. Aber es ist eben auch immer sehr schwierig, weil viele wollen das gar nicht. Die wollen gar nicht in diese Notunterkünfte rein, weil sie da so leicht beklaut werden und oder weil sie einfach zu besoffen sind. Also das ist... was auch eine Riesengefahr ist, weil du merkst nicht, dass du erfrierst, ne? Wenn du irgendwie zu viel getrunken hast und so. Oder wenn du andere Drogen nimmst. Und das ist das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und so da ranzugehen, wie zu sagen, ja, die haben es ja nicht anders verdient oder sowas, ist meiner Ansicht nach nicht der richtige Weg. Also in erster Linie geht es erstmal darum, Leute zu retten. Ne? Genauso wie, was weiß ich, Mittelmeer. Du hast einen Kumpel erwähnt, was ist aus dem geworden? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, die ganzen Freunde aus der Zeit, also ich weiß nicht, was aus dem geworden ist. Keine Ahnung. Also ich bin raus dann aus der Stadt und das war's dann. Als ich wiederkam, war sowieso alles ganz anders. Ja, allerdings, da reden wir gleich drüber. Ich habe noch einen Song von dir im Kopf, den würde ich gerne machen. Der passt überhaupt nicht zu diesem Thema, aber noch so ein bisschen aus dieser Zeit, als wir vorhin über die 50er Jahre sprachen und über einen Mann, der dich musikalisch geprägt hat, was man auch nicht so denken würde. Also ich sage nur... Oh, ja.
Freddie Quinn. Mit 14 Jahren fing er Schiffsjunge an. Er war der Jüngste, aber er war schon ein Mann. Ein Mann wie ein Baum und stark wie ein Bär. So fuhr er das erste Mal übers Meer. Die hieß Mary Ann und war sein Schiff. Er hielt die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Als Seemann hatte er sein 18 Karat und nach der dritten Reise, da war er schon matt und jeder Kapitän war hinter ihm her, so fiel ihm das Wechseln so furchtbar schwer. Sie hieß Mary Ann und war das Schiff, er hielt die Treue, als keine Begriff. Es gab viele Schiffe, so schön und groß, die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Und als er eines Tages erster Steuermann war, da liebte er ein Mädchen mit strohblondem Haar. Er gab ihr sein Herz, doch sie war ihm nicht treu, so fuhr er bald wieder zu See. Ahoi! Sie hieß Mary Ann und war sein Schiff. Er hielt die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß, die Mary Ann aber ließ nicht los. Nach jeder Reise schwor er, jetzt musste ich ab. Er schwor es als Kapitän, doch sie wurde sein Grab. Die Mary Ann sank am 19. Mai bei einem Unkorn in der Sonne. Sie hieß Mary Ann und war ein Schiff. Er hielt die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Die hieß Mary Ann und war sein Schiff. Er hielt sie die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Freddy. Ja, Freddie Quinn. Also Freddie konnte, der konnte, oder er kann, der kann irgendwie 6 oder 7 Sprachen fließend sprechen. Mhm. Der ist in allen Genres zu Hause, er kann alles singen. Also damals wurde, in den 50er Jahren wurde sein Manager, Deutscher, dem wurde vorgeschlagen, also es gäbe da so einen amerikanischen Song, ob Freddie den nicht singen könnte. Blue Spanish Eyes. Ja. Und der Manager, der Deutsche, hat es abgelehnt. Und zwar mit dem Argument, dass Spanierinnen keine blauen Augen haben. Sehr schön, okay. Also ich glaube, das ist so eine Sache, das war eine Chance, ich glaube, die hätte Freddie in ganz anderer Dimension. Und dieses Potenzial, das hatte der. Ich meine, er ist sowieso groß und wichtig und toll. Aber stell dir mal vor, wenn er diesen Song gekriegt hätte, ne, was dann passiert wäre, dieser Idiot von Manager. Ich kenne noch einen weiteren Dreh dieses Songs, der ja, ich glaube, von Bert Kempfert geschrieben wurde, auch im Deutschen. Ja, eben, so gleicht sich das wieder aus. Dass der Frank Sinatra angeboten wurde, meine ich mich zu erinnern, der abgelehnt hatte und dann kam Al Martino mit diesem Ding und da hat sich Sinatra hinterher super drüber geärgert, dass er auf diese Nummer verzichtet hat. Ja. Ne? Also so kann es dann manchmal gehen im Pop-Business. Da würde ich ganz gerne einen Song spielen, von dem wir dann testen können, wie er ankommt, denn ich kannte den vorher gar nicht. Ja. Und du hast auch gesagt, das ist einer so der Hidden Tracks, sage ich mal, dieses Elegy. Und ja, ich finde es zu Unrecht versteckt, weil das wirklich eine tolle Nummer ist. Aber vielleicht erschließt sie sich einem nicht gleich beim ersten Mal, aber wir würden es gerne mal machen und ja. Okay. Hier kommt da. He is sitting on a hill. A vapid night is crawling through the veil. The trees are fences.
patrons and see the demons for hammers and nails. He will travel all the ways that lead to the unknown lands. Time has distorted his view. An almond in his dew. He is gazing at the sky without yearning in his eyes, and he will follow the invisible trace when the sirens sing again. Silence in the skies, the wind is in his hair, the moon is in his eyes, the bats play on, but he'll be gone before the world has left the night. The bats play on, and he will come before the morning spreads its light. Versucht man als Künstler dann eine Erklärung dazu finden, warum Forever Young funktioniert, warum so eine Nummer im Vergleich dazu nicht funktioniert? Versucht man sozusagen Forever Young immer neu zu schreiben und wartet darauf, dass es normal, also was sind die Erklärungen, die du für solche Phänomene hast? Also erstmal finde ich nicht, dass die Nummer nicht funktioniert. Also LG jetzt, was wir gerade eben gespielt haben, funktioniert für mich genauso. Es ist einfach, wir haben es bis jetzt noch nicht veröffentlicht, wir haben es geschrieben irgendwie Anfang der 90er Jahre, glaube ich, also schon sehr alt, und ich warte immer noch auf den Moment, wo der richtige Zeitpunkt ist, das irgendwie zu machen. Und zum zweiten Teil deiner Frage, ich versuche nicht laufend irgendwie Forever Young nochmal zu schreiben, also das würde mich unendlich langweilen, weil also das wäre so eine Masche halt, ne? Und davon halte ich überhaupt nichts. Deswegen bin ich nicht Künstler geworden, um praktisch so seriell irgendwie was zu machen. Mhm. Es sei denn, das Serielle wiederum wäre im Prinzip der Kunst, dann wäre es wieder was anderes. Aber so für den reinen Kommerz würde ich sagen, das interessiert mich nicht besonders. Mhm. Als die vor 2 Jahren vom Tauschkonzert anriefen, was ging da in dir vor? Habe ich gesagt, endlich fragen die mich. Weil es war die einzige Show, wo ich Bock hatte mitzumachen. Ja. Also diese ganzen anderen Geschichten da, wo man irgendwie da über die Leistung anderer Menschen urteilt oder sowas, das ist nicht so mein Ding. Also ich bin ja nicht der Oberlehrer, der anderen erklärt, wie sie das richtig oder falsch zu singen haben oder sonst irgendwie. Also das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber diese Sache war für mich was vollkommen. Also dieses Konzept hat mir einfach sehr gefallen, weil du dich also mit der Musik von jemand anders ganz intensiv auseinandersetzen musst. Und du willst ja, dass der das toll findet, ne, wenn du jetzt was mit dem seiner Musik machst. Ne, weil du suchst ja ein Stück aus, was du gut findest von dem, und dann trittst du vor denen und singst das vor. Das ist also eine ganz außergewöhnliche, sehr ungewöhnliche Situation. Und dann lernt man sich eben auch noch so kennen, und irgendwann vergisst man, dass da überall Kameras sind. Und die haben ja auch viele Kameras da, die konnte man gar nicht sehen. Die Leute hatten so Büsche auf dem Kopf. So was. Also, das war echt lustig. Und dann war man eben also raus aus dieser ganzen Situation, eben durch diese Situation da in Südafrika. Mhm. Und war man einfach, ja, war ein völlig anderer Plan dann. Hat sich da mit Alphaville auch nochmal was getan? Also ich weiß ja, letztes Mal war Gregor Meile hier, der durch dieses Tauschkonzert letztlich nochmal in den Fokus von vielen Menschen gerückt ist und die ihn gar nicht kannten. Und man sieht dann ja, dass bestimmte Sendungen zumindest noch was bewirken. Ja. Ihr wart natürlich nun bekannt, aber bei allem Respekt, es gab sicher eine Zeit lang auch wenig von Alphaville, wenig Neues oder zumindest nichts, was vergleichbar wäre mit den Dingen der 80er.
Hat sich dann mit so einer Sendung auch für dich in der Wahrnehmung von Alphaville auch nochmal was getan? Ja, also würde ich schon sagen, das hat sich bemerkbar gemacht in den Zuschauerzahlen irgendwie an unserer Konzerte. Mhm. Und ja, auch so eben einfach, wenn du in den Medien bist, das ist halt schon ein ziemlicher Multiplikator. Mhm. Aber also es war so ein angenehmer Nebeneffekt für mich. Also ich wollte da einfach rein. Und vor allem mein Manager wollte das. Von welcher Version deiner Songs oder eurer Songs warst du besonders angetan? Oder welches hat dich besonders überrascht? Also besonders überrascht hat mich Mary Rose. Mhm. Ja, mit I Die For You Today, mit dieser Wahl und sie hat es irgendwie ganz, ganz toll gemacht und deswegen habe ich sie dann ja auch zur Siegerin erkoren. Ja, also ich fand sie sowieso sehr toll und also ich habe mich mit allen super verstanden, aber das mit Mary war für mich die größte Überraschung, dass wir so eine Beziehung irgendwie aufbauen konnten in der Zeit. Und, aber wir haben auch so eine Art WhatsApp Liste, wo wir alle hin und wieder mal was posten und also alle Leute, die da mitgemacht haben, okay. Ray und die anderen alle und also das ich glaube, das wird irgendwie weitergehen. Also es endet jetzt nicht unbedingt in der künstlerischen Zusammenarbeit, aber man ist sich einfach menschlich näher gekommen in dieser Zeit. Also das ist eben, glaube ich, der Erfolg dieser Sendung liegt einfach daran, weil es stimmt, weil die Leute die tun nicht so, als wenn sie das alle klasse finden oder sich da zum Schein da in die Arme fallen oder sowas, sondern das ist tatsächlich so. Also ich war dabei, ich weiß, das ist alles. Gerade weil wir von Coverversionen sprechen, ich würde gerne noch einen Song spielen, der natürlich kommen muss, in einer Version, über die wir heute Nachmittag gesprochen haben und möglicherweise, ja, ein bisschen fremd klingt, aber ich finde nicht uninteressant. Weißt du, was ich meine? Nein. In style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in the sandpit, life is a short trip, the music's for the sad man. Race is won. Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, whenever. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Some are like water, some are like the heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later, they all will become. Why don't they stay young? It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fading horse. And youth like diamonds in the sun. And diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. There's so many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. We let them come true. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever and ever. Forever young, I want to be. Thank you.
Das ist aber ein Applaus hier, meine Herren. Du. Das liegt natürlich an der Version, weißt du? Klar. Ja. Aber ich meine, es wird immer interessant, solche Sachen in so einer easy listening, Jazz, Lounge, laid back, relaxed, was immer Version rauszubringen. Also ganz anders so viele, als das. Ja, es gibt so viele Versionen von dem Song, da gibt es auch einige in dieser Richtung. Ach so, okay. Also ich, die kann man gar nicht mehr zählen, also die Coverversionen, die von dem Stück gemacht worden sind. Echt, ja, kann man also das ohne, nicht mehr zählen? Nee, also es ist, ich würde sagen, es geht so langsam in Richtung Yesterday. Also Yesterday ist der meistgecoverte Song, der angeblich, also das ändert sich ja nur auch ständig, aber ich sag mal, ich bin auf dem Stand von 3000 Coverversionen. Mag sein, du. Ja. Nee, also ich schätze mal so 700, 800, 900 Coverversionen, davon gibt es mindestens. Mhm. Und, machst du da manchmal ein langes Wochenende mit der Familie und sagst, hey, Freunde, jetzt mal alle Versionen Spotify durch. In der Dauerschleife. Ja, hier geht's, und keiner verlässt das Zimmer. Nee. Nee, das ist irgendwie, also ich denke mal, wenn ich in der Hölle lande. Das ist auch eine nette Idee. Ja. Dann könnte es unter Umständen passieren. Ich stelle mir so einen weißen Raum vor, wo man die Wände gar nicht sieht. Und dann alle Cover-Visionen. Aber dafür sieht man dich in deinem schwarzen Outfit. Das sieht man mich sehr gut. Ja. Und dann, wenn ich denke, es ist vorbei, weil die 900. Version gerade gelaufen ist, dann geht es los weiter mit Yesterday. Okay. Ja, das ist eine schöne Version. Wovor haben Popstars Angst, wenn sie in die Hölle kommen und in Dauerschleife mit ihren Hits konfrontiert werden? Also ich glaube, das ist wirklich die Höchststrafe. Mm. Also nicht, weil die Songs scheiße sind, aber weil du sie schon so oft gehört hast. Mm. Und dann, also das, nee. Aber das ist eben auch ein Lied, was uns alle, ich meine, da kann ich wirklich von uns allen hier sprechen, also mal von den ganz Jungen abgesehen, was uns wirklich über die Jahrzehnte begleitet hat und wo man auch ohne sich vielleicht Gedanken darüber zu machen, sag mal, von was singen die da eigentlich oder sowas, man singt so ein Pfeif, was auch immer das mit und ja, das sind Lebensbegleiter und vielleicht auch in bestimmten Situationen Lebensretter, Lebenshilfen, was auch immer. Musik kann ja da unglaublich viel bewirken. Insofern habt ihr mit diesen Liedern ja auch ein Kulturanteil, den ihr euch auf die Fahnen schreiben könnt. Also wir haben im Prinzip was zurückgegeben, weil das geht, also es ist mir in meinem Leben ja auch so gegangen, dass ich von anderen Künstlern was bekommen habe, was mir vielleicht sogar das Leben gerettet hat. Also insofern ist es okay. Wärst du über die Nachfrage, was das denn jetzt gewesen sein könnte, sehr irritiert und verwundert? Also was war es denn? Welcher Song? Ja, oder welche Künstler dir sozusagen Bowie bestimmt? Zum Beispiel. Bowie. Ja. Mhm. Und Tim Curry. Gut, dann spielen wir gleich nochmal was von Tim Curry, beziehungsweise auch noch von Bowie. Was würdest du denn, also gerade um auf Bowie nochmal zu kommen, was würdest du denn ihn fragen oder ihm sagen, wenn du nicht in die Hölle kommen könntest, wofür wir ja heute Abend auch nochmal einiges getan haben. Dem Teufel? Nee, Bowie. Was würdest du ihm, wenn du im Himmel auf Bowie triffst, mal vorausgesetzt, man würde ihn dort antreffen. Was würdest du ihn fragen? Was würdest du ihm also sagen? Also ich hatte tatsächlich mal vor, den zu treffen. Irgendwie, das war so Ende der 70er Jahre, ich hörte das Gerücht, dass er im SO36 hin und wieder mal ist. Und ich bin dann irgendwie ein paar Mal dahin gelaufen, in der Hoffnung, ihn da zu treffen. Und wenn ich ihn getroffen hätte, ich glaube gar nicht, dass ich da jetzt auf ihn zugerannt wäre und nach einem Autogramm gefragt hätte. Ich hätte ihn wahrscheinlich nur so aus der Distanz beobachtet. Und so, das hätte mir schon gereicht. Also ich hätte gar nicht gewusst, was ich den jetzt fragen sollte oder so. Aber damit verknüpft es eine ganz witzige Geschichte, weil es gab da so einen Typen, der irgendwie so einen Bauchladen hatte und Platten verkauft hat. Und eines Nachts, als ich da war, habe ich mir die Platten angeguckt und ein Cover hat mir sehr gefallen von einer Band, die hieß, eine englische Band, die hieß Big in Japan. Und ich habe diese Platte dann mit nach Hause genommen und habe die ein paar Mal gehört. War eine ganz gute Platte auch. Und dann irgendwie im Plattenschrank getan, vergessen. Und als wir dann angefangen haben, unsere eigene Musik zu machen, 2-3 Jahre später, und ich nach einem Refrain suchte für dieses Stück, was wir da hatten, da fiel mir der Name von dieser Band wieder ein. Und dann habe ich diesen Titel genommen und habe den in den Text angebaut und es hat wunderbar funktioniert. Und ein paar Jahre später, 1984, dann ist das Ding veröffentlicht worden und ging irgendwie in die Charts und wir waren immer kurz davor, Nummer 1 in den deutschen Charts zu werden, aber es gab eine Band, die vor uns war, das war Frankie Goes to Hollywood. Irgendwann hat sich das dann umgedreht und wir wurden Nummer 1, aber der Sänger von der Band Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson, das war der Sänger der Band Big Japan.
Sehr witzig. Mein Gott, okay. Aber ich meine, du kannst ja in dem Bewusstsein, dass David Bowie auch deine Songs gehört hat. Und dem kannst du ja durchs Leben gehen. Also Bowie werden ja die Erfolge von Alphaville nicht gänzlich verborgen geblieben sein. Insofern hat dein Held auch Kontakt mit dir, ohne dass du ihn extra um Autogramm bitten musst. Ja, vielleicht, aber das sind alles so Sachen, die mich überhaupt nicht... Darüber sagst du nicht nach, ja. Nee, kein bisschen. Also ich würde es tun, aber diese Scheu, von der du sprichst, die erlebt man ja immer bei Popstars. Also Billy Joel hatte Angst, Paul McCartney anzusprechen, obwohl er schon Billy Joel war, so, ja. Paul McCartney hatte Angst, die Everly Brothers anzusprechen, obwohl er schon Paul McCartney war, ja. Also so ging es dann mit Elvis und so. Also die Künstler... die der Fan sozusagen da oben sieht, haben immer auch noch jemanden, der über ihnen steht und sie waren selbst mal Fan von ihm. Ich glaube, das, was ein Künstler auszeichnet, ist eben auch dieses Fansein. Das ist eine Situation, die man immer in sich tragen muss, glaube ich, um wirklich, also auch in dieser Liebe zur Musik irgendwie sich weiter zu befinden. Irgendwie, glaube ich, ist es, dass du Fan sein kannst. Irgendwie. Selbst, also ich als 65er, es gibt Bands ja, die ich einfach total toll finde und ich bin Fan von denen. Und das ist eben irgendwie genau das, was einen durchs Leben begleitet, was sich wirklich nie ändert. Also ob man jetzt 19, 16 oder eben 65 ist, ist immer das gleiche Gefühl. Also nochmal ein Song von deinem Hero, Bowie. Nochmal eine, wir hatten noch gar keinen. Ja, wir hatten vorhin mal Ziggy Stardust angespielt. Das war nicht abgesprochen. Nein, das war nicht abgesprochen, das stimmt. Guck mal, hier, genau, da ist er schon, weil das braucht immer ein bisschen Vorlauf hier mit dem Prompter. Wie hat man denn da angefangen, weil das geht direkt los. Genau, eins, zwei. I'm an alligator, I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader, I'll be a rock and roll bitch for you. I keep your mouth shut, you're squawking like a pig monkey butt, and I'm busting up my brains for all the words. Okay, here we go. Keep your electric eye on me, babe. Put your ray gun to my head. Press your face close to my love. Freak out in a moonlight straight. Ooh, yeah. Fake it, baby. Lay the real thing on me. The Church of Man Love is such a holy place to be. Make me, baby, make me know you really care. Make me jump into the air. Ooh. Keep your electric eye on me, babe. Put your ray gun to my head. Press your space face close to my love.
Ja, es ist überhaupt kein Problem, so ein Lied zu singen. Es ist überhaupt kein Problem, überhaupt irgendein Lied von Bowie zu singen. Das ist so einfach. Ich habe einen Kollegen gefragt, der sagt, ja klar, kenne ich das Album und so, kenne ich auch. Ich kannte das nicht vorher, also weil ich eben auch mit Bowie mich gerade nie so beschäftigt habe. Wie ist der Anteil, kennen, nicht kennen, hier bei euch so? Ja, nee, einige. Ja, es gibt, das ist auf dem The Rise Sigistan. And Fall of the Sigistan. Ja, genau. Mhm. Ja, das weiß ich inzwischen. Der dritte Song ist es, glaube ich. Da ist mir eben nur die... Was? Ach, guck mal hier. Ja, bitte, willst du hier? Nee, der dritte Song ist nicht Starman. Starman ist der erste Song auf der zweiten Seite. Das ist das CD-Zeitalter, weißt du, mit der zweiten Seite und so. Da sind sie zu jung. Das mit der zweiten Seite kennen die nicht mehr. Wir nähern uns sozusagen dem Ende unserer netten kleinen Veranstaltung. Hier, du hast, wie gesagt, ja, ich habe ja nicht gesagt, wir sind schon am Ende, wir nähern uns. Und einen Song gibt es ja auch noch, aber ich wollte noch mal auf deine Kinder zurückkommen, 7 an der Zahl. Schaust du angesichts dessen, was sich in der Welt zurzeit so tut, mit einer gewissen Sorge auf deren Lebensweg oder ist doch überwiegt der Optimismus? Oder war es doch der dritte Song? Scheiße. Wer hat es gesagt? Die Dame ganz rechts außen. Okay. Okay, alles klar. Also er kennt sie. Meine Kinder, die, na klar mache ich mir Sorgen über die Zukunft, ne? Weil Kinder sind sehr schutzbedürftig und unerfahren, die fallen auf jeden blöden Trick rein und sind noch nicht ausgerüstet, die sind schwach und die muss man beschützen halt, ne? Und dann denkt man sich natürlich alle katastrophalen Dinge aus, aber generell bin ich eigentlich ein unverbesserlicher Optimist. Ich dachte jetzt auch eher so an, ich sag mal, globale Dinge. Das ja, ich rede von den globalen Dingen. Mhm. Ich denke, da gibt es einen Weg. Also wie wir aus dieser ganzen Situation mit den Umweltproblemen und so und mit diesen ganzen Irren, die jetzt zurzeit da an der Spitze von irgendwelchen Regierungen stehen, wie wir damit klarkommen. Ja, das kann nicht von Dauer sein. Also so jemand wie Trump, der Grönland kaufen wollte. Ich glaube, er ist dann auf Oberbayern umgeschwenkt, aber erst war Grönland im Spiel, ja. Das ist richtig. Ja gut, über die Sinnhaftigkeit, da muss man nicht reden. Du hast noch einen Traum, wir sprachen heute Nachmittag darüber, du hast noch einen Traum im Zusammenhang mit deinen Kindern, dass sie möglicherweise dich in eine Rolle bringen, für die du nicht aktiv was tun kannst, aber die letztlich auf dich wartet. Vielleicht, du guckst nicht so an, Helfer von Vertreter. Ach so. Ja, aber da bin ich leider noch weit, weit von entfernt, weil die noch alle so jung sind. Ja. Ich würde gern Opa werden. Ich würde gerne endlich mal ein Kind haben, zu dem ich immer nur nett sein muss. Gibt es denn Grund zur Beschwerde bei deinen Kindern nach dem Motto, nie bist du nett? Nein, man spricht Verbote aus, man macht sich unbeliebt, man sagt, das geht nicht oder das ist irgendwie eine 5 ist scheiße in Mathe, irgendwie du bleibst die Woche zu Hause und ne? Oder also eine Woche nur. Wir haben dich ganz anders eingeschätzt. Wir haben dich ganz und lernst verdammte Scheiße. Also das als Opa, da muss man das alles nicht. Als Opa kann man immer nur gütig und nett und toll sein und man wird geliebt von den Kindern bis zum Get-No. Also stelle ich mir toll vor. Irgendwie so eine unbeschwerte Beziehung zu eben auch. Man macht sich keine Sorgen oder so. Wie weit bist du jetzt nun mal so normale Biografien vorausgesetzt? Wie weit bist du davon noch entfernt? Wie viele Jahre? Also das kann ich nicht sagen, weil weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich hoffe, ich hoffe jedenfalls, dass ich das erlebe. Deine Älteste ist so. Die ist 22. Haben wir doch schon längst 2 Kinder. Also. Das passiert ja heutzutage sowieso alles ein bisschen später. Und das müssen halt meine Kinder wissen. Ne? Aber ich hoffe, dass ich das noch mitkriege, dass ich das erleben kann, irgendwie in einigermaßen fitten Zustand. Das ist in der Tat generell die Voraussetzung. Einen Song machen wir noch vor, hast vorhin die Rocky Horror Picture Show angesprochen. Und da hast du einen Song auf deiner Liste gehabt, den wir jetzt schon an den Schluss unserer kleinen Zusammenkunft hier gestellt haben. Du hast vorhin gesagt, das hat dich damals vom Hocker gehauen, als dieser Film rauskam. Ja, der Film lief schon eine Weile.
Wir waren da mit ein paar Kumpeln irgendwie, sind Cottbusser, das war im Hochsommer, irgendwann so August oder so, 1977, 78 muss es gewesen sein. Und wir sind da irgendwie den Cottbusser Damm runtergelaufen. Wir wollten irgendwie ins Paul-Linke-Ufer da ein paar Bier trinken. Und dann standen da so Leute in merkwürdigen Verkleidungen vorm Thali-Kino und mit Bierkästen. Und wir haben die gefragt, was ist da los? Was ihr, also das sind ja geile Sachen, die ihr anhabt, ey. Und hier, geiles Make-up, Alter, super, mach weiter so. Was ist mit den Kisten Bier? Irgendwie, ja, ihr könnt da haben, nehmt, ja, wo wollt ihr hin damit? Ja, wir gehen damit ins Kino. Ich sage, was, ihr geht damit ins Kino? Ja, ja, da läuft ein Hammerfilm, musst ihr angucken. Und na, wir dann mit und dann ging das los und das wurde dunkel. Das Kino war voll besetzt, alle waren am Rauchen. Irgendwas. Der Vorhang ging auf, ein riesiges Paar roter Lippen erschien und dann fing da jemand an zu singen, diese Lippen fingen an zu singen und da war er wieder, dieser Moment, wo du denkst, hey, ich weiß, wie es weitergeht, ich weiß zwar nicht, was es wird, aber es wird geil, es wird geil. Und das ist es geworden. Ja. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at deadly pace it came from outer space. And this is how the message ran. Double feature, Dr. X will build a creature. See androids fighting, Brad and Janet. Late night, double feature, picture show. I know Leo G. Carroll was over a barrel when Tarantula took to the hills. And I really got hot when I saw Jeanette Scott fight a trophy that spits poison and kills. Dana Andrews said prunes, gave him the runes, and passing them used lots of skills. But when worlds collide, said George Pale to his bride, I'm gonna give you some terrible thrills. Like a science fiction double feature, so long ago. Dr. X will build a creature. See androids fighting. Brad and Janet. Whoa. At the late night. Double feature, picture show. I want to go. Oh, oh, oh. To the late night. Double feature, picture show. By RKO. Oh, 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 oh.
feature picture show. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist das erste Mal, dass am Schluss sich das Publikum erhebt vor der Leistung eines Künstlers.